Hört auf. Hört einfach auf. Es ist nicht länger eine Bitte, es ist ein zwingender Auftrag. Ich werde euch helfen. Ich bringe dieses Überschall-Hochgeschwindigkeitskarussell zum Stillstand. Ich stoppe die Flugzeuge, die Züge, die Schulen, die Einkaufszentren, die Sitzungen, diese frenetisch-furiose Rastlosigkeit aus Illusion und Verpflichtung. Sie hält euch davon ab, euer gemeinsames im Gleichklang Schlage des Herz zu hören. Ihr seid einander verpflichtet, wie ihr es schon immer wart, selbst wenn ihr es vergessen habt. Ich unterbreche jetzt diese Übertragung der endlosen Kakophonie aus Trennung und Ablenkung, aus Gier und Ausbeutung, diese Nachrichten von gestern, um euch eine neue Botschaft zu überbringen. Ihr seid schon lange krank, jeder von euch. Ihr alle leidet. Die Feuerstürme der Wut und der politischen Spaltungen ließen euch nie zur Ruhe kommen, ebenso wenig wie die Tsunamis der Depression und die steigenden Selbstmorde oder der fieberhafte Konsum auf Kosten von allem und jedem. Ihr habt nicht zugehört. Ihr konntet nicht zuhören, weil ihr eure ganze Zeit damit verbrachtet, Bequemlichkeit und Komfort zu kultivieren, was euer Leben so erschwerte. Aber das Fundament gibt nach, es zerbricht unter dem Gewicht eurer egoistischen Begierden und unter der Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen der anderen. Ich helfe euch. Ich bringe euren Körpern fiebrige Feuer, ich flute eure Lungen. Ich isoliere euch in euren Häusern, so wie ihr alle eure Herzen isoliert habt, damit ihr es hören könnt. Ihr seid krank. Und egal, was ihr vielleicht denkt oder fühlt, ich bin nicht der Feind. Ich bin ein Bote, ein Verbündeter, die Information selbst. Ich bin eine ausgleichende Kraft, die euch bittet. Haltet inne, seid still, hört zu. Beachtet die Menschen neben euch, seht sie, fühlt ihre Stimmung, nehmt ihren Zustand wahr. Begreift, wie sehr das Glück und die Gesundheit der Mitmenschen braucht, um selbstzufrieden und gesund zu sein. Seht, wie ihr Wohlsein mit jenem der Bäume zusammenhängt, welche zur Gesundheit der Luft beitragen, die ihrerseits zur Gesundheit der Flüsse beiträgt, von der wiederum eure Gesundheit abhängt. Viele haben jetzt Angst, aber ihr habt alle zusammen Angst und das ist ein Anfang. Die Veränderung ist im Gang. Ich bin nicht die Krise, sondern das Anklopfen einer Chance. Hört das Klopfen, hört zu. Der Tag, an dem ihr beginnt, mit den anderen so in Beziehung zu treten, als hinge euer Leben von ihnen ab, ist der Tag, an dem ich verschwinde. Ich werde euch helfen, wenn ihr mir zuhört.